Oh, da habe ich aber schön Glück gehabt. Du. Nur wo der ist mit Bellariva. Bellariva, da ist da. Das. Schmidi! Freund! Was machst denn du da mit deinen hübschen Fräulein an? Kann ich auch noch zum Hallo. Das ist Was hast du denn da gemacht? Habe ich in den Durchzug gar nicht gehabt. Weißt du, wie viel Durchzug habe ich gehabt? Durchzug? Ja. Du, Schmidi, ich habe geerbt. Ja, ein Land, ein Haus, was ein Haus, eine Villa und ja. Millionen. Ja, ja. Und wo ist denn das Land? Da in Savonie. Ja, komm, ja. Ich muss das unbedingt sagen. Ja, sensationell, ich setze dir jetzt ein. Entschuldigung, darf ich mal inkassieren, bitte? Es ist gerade ein bisschen blöd. Los, machst du mich, ich habe das Portemonnaie nicht da. Könntest du das noch für mich übernehmen? Bisschen gut. Aha. Ja. Das ist ein bisschen blöd, ich habe das jetzt noch nicht da. Das ist für heute. Ja, das ist für heute, aber wir sind jetzt reich an Millionen. Ja, du schon. Ja, du doch auch, Schmidi, du gehörst zu der Familie. Aha. Ja. Und zahl das schnell. Zahl es halt, mach nicht, dann ist Ja, komm, nicht lang machen, das ist für Sie. Ja, aber schönen Abend. Das stimmt viel. Das ist schon gut, Schmidi, los, ich sag schon, jetzt aber das ist... Noch etwas kostet. Was heisst dich, Schmidi? Uns. Wir sind doch jetzt eine Familie. Kommt auch wieder etwas hin. Ja, sicher. Wo ist jetzt wieder das Land? Ja, das muss da irgendjemand sein. Da, du hast es gar nicht gesehen. Nein, ich bin doch gerade direkt hierher gekommen für feiern. Stell dir vor. Ah, gut, wäre ich auch feiern. Schau jetzt, das muss da irgendwie sein. Da ist es. Ist es das? Ja. Sicher, und wo ist die Villa? Welche Villa? Du hast doch Villa gesagt. Ich habe Villa gesagt. Ja, du musst auch nach Villa tönt. Was? Komm, ich jetzt mal anschauen. Christi, Super Villa. Das ist der. Da hauen wir zwei Nägel rein und streichen den und dann sieht das wieder super aus. Ja, miteinander nehmen, miteinander machen. Dann musst du als Holzbildhauer dann noch etwas rausschnitzen und ein bisschen. Ich habe eine Rechnung, oder? Da wäre ich froh. Und der Spruch, den du gemacht hast, dass ich quasi zur Familie gehöre, das hast du schon nicht so ernst gemeint, oder? Das ist unseres, das gehört alles uns, dies und meins. Du kannst sogar, gib dir die Hälfte, sogar noch etwas mehr, wenn du willst. Aber wir müssen zusammen das wieder, das schaffen wir schon, wenn wir noch ein bisschen... die Villa, das Land, das hat überhaupt nichts wert. Da kommst du überhaupt nichts über. Höchstens, sie bauen die Autobahn da durch, dann kannst du das Land noch ein bisschen verkaufen. Das ist unseres, Schmidi. Ich gebe dir auch... Das hast du geerbt. Einen verwünscht mit dem. Weißt du was, wenn sie vielleicht noch die Olympischen Spiele hierher bringen würden? Da, der Hang. Olympische Spiele? Ja, dann könnte so etwas üben für das Land. Aber die Olympischen Spiele, willst du denn? Die Olympischen Spiele? Hey, Schmidi, das ist ja gar keine schlechte Idee. Hey, Schmidi! Oh, zumachen. Ach, komm, ich habe keinen Schlüssel. Schmidi! Olympische Spiele! Schmidi, das ist gar keine schlechte Idee mit den Olympischen Spielen. Ja, wieso sollten die da hochkommen? Die kommen nicht einfach, wir müssen uns halt bewerben. Weißt du, was kostet so eine Bewerbung? Ja, da müssen wir halt ein Geld investieren. Du hast ja gar kein Geld. Ja, aber ich habe ja Land. Du brauchst Geld, René. Ja, Schmidi, danke vielmals. Ich habe gewusst, dass du mir hilfst. Super. Ja, aber René, weißt du? René, weißt du, ich,
Ich habe eben gedacht, ich spare das Geld, dass, wenn ich es dann mal wirklich brauche. Ja, eben, Schmidi. Jetzt brauchen wir es doch. Du musst dir vorstellen, wenn wir die Olympischen Spiele aufbringen, dann sind wir Könige. Ich nicht so gut, René. Das ist super. Nicht nur, dass wir Könige sind. Wir verdienen Kohle wie Heu. Dann wären wir stinkreich. Dann machen wir 50-50. Natürlich macht er das, Schmidi. Stell dir mal vor, das wäre ein Riesenerfolg, wenn er als Bundesrat die Olympischen Spiele in die Schweiz bringen würde. Das wäre super für ihn. Weißt du, das glaube ich nämlich? Er tritt gleich zurück als Bundesrat. Ah ja? Mhm. Aber weißt du, Schmidi? Hä? Sag das ja niemandem. Er schafft durch. Wir müssen ihn lenken. Also, ja, unterbrechen. Ja, ja, mach. Entschuldigung, dass wir Sie stören, aber wir haben gedacht, wir kommen rein. Sie sind sicher schon ziemlich lange am Arbeiten. He? Ich habe praktisch einen 24-Stunden-Tag, also 7 Tage pro Woche gearbeitet. Aha, darum sind Sie wahrscheinlich auch ein bisschen müde. He? Das hat sicher keinen Zusammenhang. Ich würde schon sagen, Sie sind doch müde und haben ein kleines Nickerli gemacht. Nein. Aber Sie haben schon gewusst, dass wir kommen? Das hat mich ganz stark nachdenken. Ah ja? Und das machen mit dem Kopf auf dem Pult? Natur ist stärker als der Mensch. Sie haben ja mal in einem Interview gesagt, dass Sie im Bundesrat sehr viel schlafen. Das stimmt, hinten und vorne nicht. Mal, in diesem Interview haben Sie gesagt, dass Sie 7 Tage pro Woche schlafen. 7 Tage pro Woche geschafft. Oh, Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. Und wir sind ja nicht wegen dem gekommen. Aber Sie haben sicher gehört, dass wir die Olympischen Spiele 2010 auf Saint-Denis bringen. Das wird schwierig werden. Aber Sie haben ja Erfahrungen gemacht mit der Kandidatur von Sion. Ich glaube, das war ein guter Vorläufer für die jetzigen Kandidaturen von Savonin. Zürich. Nein, Savonin. Montreux. Savonin. Wissen Sie überhaupt, in welchem Kanton das Savonin liegt? Bern. Nein, Graubünden. Graubünden. Jawohl, genau, richtig. Ich bin dankbar, dass ich das heute Abend mal sagen kann. Ah, oh ja, dann sagen Sie es ruhig nochmal. Montreux. Wir sind uns übrigens schon mal neu begegnet. Und zwar im Zielraum des Parlamentarierrennen, wo Sie verloren haben gegen den Guschbe. Das hat Sie schon geärgert, he? Mir hat das nicht geärgert. Ja, sicher. Der Guschbe hat Sie einmal klar geschlagen. Kann ihm das gönnen? Sie haben da mal schön gejammert. Ja, ich glaube, jammern ist sicher übertrieben. Ja, Sie haben doch im Ziel ihm gerade einen Schneeballen angeschossen. Das ist vielleicht mein Problem, dass ich ein wahnsinnig spontaner Typ bin und manche Sachen eben so schnell mache. Aber der zweite Schneeböller, den Sie geschossen haben, ist am Guschbär vorbei und mir voll abbirren. Das tut mir leid. So ein bisschen weiter. Einfach nicht wollen treffen, das tut mir leid. Ja, ja, das war nicht so schlimm. Aber noch mal auf eine Kandidatur zurückzukommen von Montreux. Nein, Savonin. Ja, aber jetzt, ich kann Sie direkt fragen, geben Sie unserer Kandidatur überhaupt eine Chance? Das ist nicht realistisch, darum glaube ich nicht dran. Aber, man braucht doch auch ein bisschen Mut, oder? Sie sind ja auch ein mutiger Mensch. Ich habe ja letztens gehört, dass Sie im Bundeshaus die letzten 3 Tritte auf den Stegen in einem Gump genommen haben. Ich muss sagen, es hat sehr viel Mut gebraucht. Glaube ich schon. Ich meine,
Drei Dritte auf einmal, das ist schon fast eine Meisterleistung. Man muss nicht übertreiben. Sie haben sich schon in den Fuß verknackst. Das hat mir sehr, sehr weh getan. Sie haben sich aber nichts anmerken lassen. Als Bundesrat muss man solche Sachen können vertragen. Das hat sich aber schon ein bisschen geärgert, oder? Wo der Villiger vier Dritte auf das Mal genommen hat. Mir hat das nicht geärgert. Aha, nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir halt das mit der Kandidatur von... Montreux. Savonin. Aber lassen wir das. Ja, die Leute von Savonin werden keine Freude haben, aber in Gottes Namen. Also, ade, Herr Rogi. Ade. Ich kann mich einfühlen in die Problematik von diesen Leuten. Als Bub habe ich meinem Vater das alles verzogen. Jetzt machen wir es doch nicht. Wir machen es einfach ohne ihn. Weißt du was? Und da könnte man eigentlich sagen, dass ich nicht aufhören zu schwätzen. Ja, da könnte er weiter schaffen. Du, Schmidi, kannst du nicht eine Revue machen? Hä? Weißt du, mit dem neuen Wagen tut es nicht so gut, wenn er so lange in der Kälte stehen muss. Sparen ist schon gut. Aber ein, zwei Leute hätten wir schon können anstellen, oder? Schmidi, Kohle können wir auch ausgeben, wenn wir sie haben. Ja, wo ist eigentlich das Geld, das ich dir da gegeben habe für den Bewerbungsfilm? Das ist, habe ich eingesetzt in die Infrastruktur. Ja, genau. Boah, du bist noch ein Auto. Wo haben wir das am gescheitsten machen? Weißt du, was dort oben? Komm, wir gehen mal dort oben. Ja, aber, komm. Das ist perfekt. Das ist genau perfekt. Vielleicht ein gleich alt, aber perfekt. Da. Ja, das ist gut. Du musst schauen, dass du schön kannst, da oben schiessen kannst. Ja. Gut, komm. Fang an. Ist gut, warte. Läuft. Noch. Gut. Die Kamera ist gut, Ton läuft und Action. Liebe Mitglieder vom Internationalen Olympischen Komitee. Du Schmidi, meinst du, sie haben auch Mitgliederinnen? Ich weiss auch nicht, aber mach jetzt weiter, es läuft. Hallo, liebe... Hallo? Du Schmidi, hallo, tönt noch gut, hä? Hallo, das finde ich noch lässig. Hallo, was meinst du zu hallo? Super, mach jetzt weiter. Hallo, liebes IOC. Genau. Hallo, liebes IOC. Das ist genau das Richtige, Schmidi. Das ist nämlich kurz und bündig. Und IOC ist eben die Abkürzung für internationales... Ja, ich weiss, was es heisst. Mach jetzt weiter. Es läuft. Ja, alles klar. Gut. Hallo, liebes IOC. Mein Name ist René Rindlisbacher. Soll ich meinen Namen sagen? Meinst du, Schmidi, soll ich meinen Namen sagen? Mich klingt es ein bisschen persönlicher. Das ist mir völlig Schnuppe, was du sagst. Jetzt mach mal vorwärts. Ich friere doch. Du musst halt die Hände in die Hosensack nehmen, ist wärmer. Also. Hallo, liebes IOC. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie im Namen von... Scheinwerfer ist mir da kurz schnell umgekehrt. Es ist schon gut, jetzt kannst du wieder. Ja, aber das glaube ich nicht, Schmidt. Das glaube ich jetzt also wirklich nicht. Ich meine, ich reiss mir da den Arsch auf, friere mir einen runter und du kannst nicht mal einen Scheinwerfer richtig haben. Ja, ja, sorry, René, aber ich muss da alles haben und machen, oder? Dann tu doch mal die Tonstangen weg. Sorry, René, aber ich kann es fast nicht mehr loslassen. Ich habe Angst. René, das ist ein schönes Plätzchen. Da kommt mir gerade eine gute Idee, was wir hier machen könnten. Rhythmische Sportgymnastik. Rhythmische Sportgymnastik? Ja. Das ist eine Winterolympiade. Hey. Hat mit rhythmischer Sportgymnastik nichts zu tun. Winter, kalt, frieren, Schnee, brrrr. Dann machen wir doch hier eine Halle her, dass die frieren. Komm, stell auf da. Eine Halle, machen wir eine Halle her. Dann können wir gleich noch die Schwimmer-Olympiade auch noch machen. Warum finde ich nicht? Was macht ihr jetzt da, Sif?
Wir bauen hier eine Tribüne für die Olympischen Winterspiele. Weißt du, Fönsi? Olympische Winterspiele? Olympische Winterspiele, Fönsi. Aber was kommt vor eine Disziplin vor die Olympischen Winterspiele? Ja, da gibt es zum Beispiel die rhythmische Sportgymnastik. Und sicher nicht der Gunther Rutter mit der Sportgymnastik in den Winterspielen. Ganz sicher nicht, oder? Mama, die rhythmische Sportgymnastik, die kommen ganz sicher. Das hat mir ein guter Kollege gesagt. Und der weiß alles. Und was machen jetzt da genau, der Seffi und die Alfonso? Wir bauen eine grosse Tribüne. Und wie viele Zuschauer kommen dann? Ja, das sind sicher etwa 20 bis 30'000 Zuschauer. 20 bis 30'000 Zuschauer? Ja, komm, eh? Aber dann glaube ich, Alfonso nicht lange nur zwei Tage lassen, bevor wir eine Tribüne bauen, oder? Nein, das langt schon. Weiss, ich habe ein ganz gutes System. Aber vielleicht wäre es gleich noch gut, du würdest noch 2 bis 3 Tachletten holen. Das ist eine gute Idee. Und ich mache da die Auslegionung. Jawohl, das ist auch eine gute Idee. Was ist das? Blöde mit dem Wind, oder? Das ist gut mit dem Wind. Hey, Midi? Midi? Was? Komm mal da hin. Mit der Kamera? Ja, mit der Kamera. Hey. Trick 77. Jetzt zeigen wir ihnen, wie schneit in diesem Film rein. Muss ich schauen? Jetzt, so. Ja, jetzt gehen wir oben mit der Kamera. Muss schauen. Es geht aus wie Schnee. Du die Kamera schauen jetzt. Ja, passen. Schau jetzt. Ja, aber den Sack darf man nicht sehen. Nein, Schmidi, den Sack darf man nicht sehen. Aha. Nein, hallo. Hey, ja. Chef, wir glauben nicht, dass wir große Legionen wieder zeigt, oder? Ja, Mann, ich habe mich jetzt doch da ausgeweint. Ja, man muss sie jetzt mal fertigen, die Tribüne vor die 20, 30 Millionen Zuschauer, oder? Ja. So, Alfonso, du bringst 2 Dachlatten neu, oder? Ja, jetzt ist ja super, jetzt haben wir ja schon 4. 4, eh? Aber 4 ist, glaube ich, nicht ganz genug für 1 Million Zuschauer-Tribüne. Ja, da hast du recht, Fönsi. Wann ist denn die Olympische wieder spielen? Ja, im Jahr 2010. Ist ja noch lange Zeit, eh? Ja. Da könnten wir eigentlich noch ein Päuschen machen. Hehe, ist eine gute Idee, ich soll erst eine Pause machen. Komm, Schmidi, mach ein bisschen. Ja, ich muss dich zuerst einrichten, da, schön. So. Aber pass ein bisschen auf, Fönsi. Hey, musst du nicht umliegen? Musst du schaffen? Hehehe, ja, komm du. Ah, ja. Hey, wo ist der Schmiedi? In der 4. Stunde warte ich, da lass mich nur machen. Ich mach das schon mit dem Maskottli. Was ist denn das? Ja, ein Hasibärhund. Was? Ein Hasibärhund. Ein Hasibärhund? Ja, Hasi. Bär. Und der Hund? Hasibärhund. Ja, nicht so schlecht, aber ich könnte ja einen Hasibär-Katz machen. Miau! Oder Hasibär so. Oh, das ist auch nicht so. Ja, so. Das war eine Idee mit dem Zeug da. Hey, wie soll das anlegen? Aber ich, oder? So. Das ist genau richtig, Schmidi. Da machen wir die Umfrage. Ja, da, so. Jawohl. Sind wir die Leute fragen, was sie dazu meinen, dass wir da die... Du, Schmidi? Ja? Schmidi, hast du das Gefühl, es wäre vielleicht mal gut, wenn ich die Kameraführung machen würde? Und du die Umfrage? Ja, ich würde die Leute fragen. Ja, wenn ich das, gute ich, Idee. Ich das aufnehmen mit der Kamera. Gib mir mal die Kamera schnell. Kannst du sie mal parat machen? Redi, ich bin parat.
Ja, schön, Schmiedi. Weißt du, ich bin bereit für die Umfrage. Ah ja, logisch, ja, klar, logisch. Weißt du was, ich frage gerade mal das Fräulein dort, genau, fangen wir gerade an. Welches Fräulein? Grüezi. Ciao zusammen. Ja, Röni, bist du bereit? Ja, was? Gut. Grüezi, mein Kollege und ich machen hier eine Umfrage. Und zwar geht es um die Olympischen Winterspiele 2010 in Savonin. Wir möchten von Ihnen wissen, was Sie davon würden halten, wenn die hier hochkommen würden. Und vielleicht zuerst könnten Sie sich mal schnell vorstellen. Aha, ja, vielleicht mal zuerst die Fäden zum Ring ausnehmen. Ja. Mein Name ist Bruno Waldvogel. Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen und Bekannte und Verwandte sagen aber Bruno. Im Bass steht aber ganz klar Bruno. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass Bruno wichtig ist. Ich komme von Bümplitz. Das liegt bei Bern. Das ist wieder von Zürich her auf Bern fahren, quasi bei Bern. Ja, angefangen hat im Fall eigentlich alles mit der Geburt. Ne? Also eigentlich schon vorher mit dem Gedanken an die Geburt von mir quasi. Und das war ja ein Spiel, kann man so sagen, zwischen meinen Bären und meiner schön, Mutter. Ja. Die haben es ja irgendwie lustig gehabt zusammen. Ich dachte, komm, auch noch etwas heute. Gratulieren, super Interview gsi. Ja, weißt du, vielleicht könnte man es einfach zusammenschneiden. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, der alte Mann ist sicher auch noch gut. Oh ja, genau. Aber weißt du, Schmiedi, noch ein kleiner Tipp. Sag nicht, er soll sich vorstellen. Ja? Sie sind nicht auf die Welt gekommen. Du schnell einrichten, René. Ich werde dich helfen. Darf ich schnell hierher sitzen? Ha! Darf ich schnell hierher sitzen? Nein, nein, sitzen Sie ruhig an. Ah, ja, merci. Sie sind ja ein Einheimischer. Was? Sie sind ja ein Einheimischer. Nein, ich komme aus Savonin. Ja, es geht um die Olympischen Spiele. Ha! Es geht um die Olympischen Spiele. Olympische Spiele? Ja. Bin ich auch schon gewesen. Ja, wo denn? Athen, 1896. Ja, nein, aber es geht um 2010. Ha! Es geht um 2010. 2010? Ja. Nein, so viel habe ich nicht mehr. Aber ich kann immer noch gut beißen. Nein, es geht um Savonin. Ha! Es geht um Savonin! Ja, der Ogi. Merci vielmal. Ha! Merci vielmal. Nein, kannst du nicht brauchen. Hör auf, du. Nein. Immer die Unterländer. Sind Sie ganz sicher, sind Sie dafür gewesen oder dagegen? Das weiß ich auch nicht. Vor allem Bündner. Ja, das ist gut. Schau, frag mal die zwei dort. Schau, die zwei. Die würde ich nicht fragen. Moritz, frag dich dir. Die will, hä? Moritz, frag dich. Was ist denn da? Das blöd du. Komm. Grüezi miteinander. Wir machen hier eine Umfrage. Was würden Sie sagen, wenn die Olympischen Winterspiele 2010 hier auf Savonin kämpfen? Wir interessieren nicht davon. Hey, Chef, schau, das Fernsehen ist da. Schau mal in den Fernsehen. Hey, ciao, Mama. Io sono Alfonso. Hey, ciao, Mama. Ja, finden Sie, das ist nicht Rai Uno, das ist Schweizer Fernsehen. Ach so. Ja. Ja, und was würden Sie sagen, wenn die wirklich da auf Savonin kämpfen? Ja, die kommen doch, die Spiele. Ich habe ja schon angefangen, die Tribüne zu bauen. Du hast mir ja den Auftrag gegeben, Schmiedi. Ich habe ja das, deine Provision, habe ich schon überwiesen auf dein Privatkonto. Ja, merci vielmals. Ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Sie haben sicher noch etwas anderes vor. Dankeschön. Merci. Provision?
Ja, du, René, was ich dir schon immer wollte sagen, also wie du die Kameraführung machst, das ist also super, also Weltklasse, also sensationell, wie du gut das also führst. Also super, also sensationell, also Weltklasse. Also. Geht das so. Du, Schmidi, wie musst du nach dieser Provision? Bis was? Jetzt höre ich aber etwas. Jetzt höre ich etwas. Oh, ich habe eine Schwester. Was ist der andere da? Also, eine Schwester. Zuerst ein Brütsch. Und dann eine Schwester. Ah, ja. Oh, du, weißt du was? Den könnten wir dann noch fragen dort. Grüezi, mein Name ist Nefzka von St. Gallen. Ja, wir machen hier eine Umfrage. Und zwar möchten wir wissen, was würden Sie sagen, wenn die Olympischen Spiele 2010 hier auf Savonin kämpfen? Savonin, ist ganz schlecht. Aber eins muss ich wirklich sagen, ich komme ja von St. Gallen. Oder? Und dort ist natürlich, was dort Wahnsinn ist, oder? Von der Landschaft hier. Die Landschaft ist ganz verrückt. Die Berge, die Landschaft, die wir haben, nicht so hoch. Aber die Landschaft ist großartig. Du hast das Gefühl, das muss auf St. Gallen. Oder, meine, oder auch von der Infrastruktur her. In St. Gallen ist natürlich etwas ganz verrückt. Oder? Wir, zum Beispiel haben wir das Espenmoos. Espenmoos, den müssen wir nicht mehr bauen. Da haben wir alles, da kommen alles Espenmoos. Oder etwas ganz Wichtiges, ist Wichtiges, wegen Catering. Oder das Catering, ja. Eben, Catering, die müssen haberen. Haberen, oder? Zum Beispiel wir mit unseren Bratwürst, oder? Olmenbratwürst, oder? Das ist ganz fantastisch, die Olmenbratwurst, oder? Das ist ganz frech. Darum muss ich lange Rede, kurze Sing. Es gibt nur eins, die Olympischen Spiele müssen auf St. Gallen. Hier, Klosse, Dankeschön, schon recht, gell? Ja, danke vielmals, merci. Sie ist dann langsam aber sicher gegen die Spielgruppe gegangen. Und dort war es sehr, sehr lustig mit dem. Wie hat er jetzt schon wieder geheissen? Der war ein guter Kollege von mir. Der. Ja, ist ja wurscht, ist vielleicht für die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig. Du, René, weißt du, es wäre gut, wenn man mal so einen Jungen fragen würde? Einen Jungen? Ja, so einen Jungen wie er dort. Also, den könnte man doch fragen. Hallo, Sie! Hallo, Sie! Ist das weh? Du einrichten. Ja. Können Sie mal schnell kommen? Moin. Ciao zusammen. Grüezi. Was würden Sie sagen, wenn die Olympischen Winterspiele 2010 hier auf Savonin kämpfen? Wow, die Olympischen Spiele. Ja. Ja, aber ist nicht ganz dicht. Die Olympischen Spiele da auf? Nein. Gerne, ich bin total dagegen. Total dagegen. Du musst dir vorstellen, was das heisst. Ha? Eine Geldvernichtungsmaschine. Die ganze Verschandelung der Landschaft. Und das Schlimmste, die Unterländer kommen auf. Noch viel schlimmer, die Zürcher auch noch. Ha, nein, total dagegen. Kannst du vergessen. Finde ich total sein. Bin ich total dagegen. Ich habe das Gefühl, wir könnten davon ausgehen, dass dem das nicht so besonders würde gefallen, wenn die Spiele würden kommen. Warte mal schnell, René. Was? Was ist das? Hey! Was ist los? Ah. Oh. So, jetzt freut er sich auf die Spiel. Was ist jetzt da? Kommt jetzt der da? Alter. Du musst schauen, wie ich das zusammengeschnitten habe, du. Aber so, oder? Super Schmiedi. Die Kamera ist irgendwie unscharf. Da muss doch irgendwie noch korrigieren. Okay. Mal schnell einstellen da. Okay, jetzt sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus. Gut, können wir loslassen. René ist gut, wir können drehen. Ich bin parat, tipptopp eingestellt. Wir können loslassen. Wir können loslassen. Hallo, liebes IOC. Mein Name ist René Rindlisbacher und ich bin OK-Präsident, Initiant und vor allem Landbesitzer. Das Land da können Sie sehr günstig erwerben. Der Quadratmeterpreis ist 5'000 Franken. Interessenten können Sie sich ruhig bei mir melden. Weiter in meinem OK ist ein Kollege von mir. Man kann sagen, Kollege, er ist fast schon ein Freund von der Familie. Es ist der Stefan Schmidlin. Stefan, bitte komm schnell da hin, damit man dich sieht. Ja. Auch sieht. Sehr, sehr wichtig, damit man das Gesicht von dir auch merken kann, damit genau alle wissen, wie du aussiehst.
Stefan Schmidlin, wie gesagt, Freund und vor allem Finanzier. Danke vielmals, du kommst mit. Oh, Kamera ist. Oh, da muss ich korrigieren. Gut, ist alles gut, Corinne, ich kann es weitermachen. Gut. Savonin, liebes IOC und liebe IOCs, ist nicht zum ersten Mal Austragungsort der Olympischen Spiele. Vor allem nicht von den Olympischen Winterspielen. Es ist nämlich schon mal passiert und das im Jahr 1972, wie eine folgende Grafik wird beweisen. Savonin ist etwas vom Schönsten, was wir in der Schweiz überhaupt anzubieten haben. Schauen Sie sich doch einfach mal die wunderschöne Landschaft an. Nicht du musst sicher nicht anschauen, du musst schwenken. Die wunderschöne Landschaft. Hä? Ja. Aber dann wird es ja schlecht, wenn du dazu schaust. Ja, weißt du, jetzt musst du schauen, jetzt kommt das mit den Bergen. Das ist ganz gut, das musst du schauen. Das ist ja unglaublich. Savonin, liebes IOC, ist ja umgeben von grossen Bergen. Berühmte Berge, schöne Berge, felsige Berge. Röni, musst noch ein bisschen runter, musst noch ein bisschen mehr runter. Nein, alles Ganze muss dann runter. Ja, komm herauf, vergiss es, mach weiter, mach etwas. Savonin ist ja umgeben von einer malerischen Landschaft. Apropos Maler, da kommt mir natürlich unweigerlich ein Name in den Sinn von einem berühmten Maler, der jahrelang hier in Savonin gewohnt hat. Und da sehen wir jetzt ein Bild, das er selber gemacht hat. Ja, komisch, ich hätte schwören, dass es vom. Ist. Willst du noch ein Chips, Schmidi? Hä? Nimm nur, räumt mich nicht. Liebe Mitglieder vom IOC, Sie fragen sich ganz bestimmt, wer. Was? Hä? Ist ja wurscht. Wie gesagt, Sie fragen sich ganz bestimmt. Und das ist sehr, sehr eine wichtige Frage. Wenn nicht, du hast ja den Schuhbändel auf. Oh ja. Der andere auch. Ist der andere auch noch? So. Sie, liebe, hochgeschätzte, uns ganz bestimmt die Sommerspiel, nein, Winterspiel natürlich, in Savonin zukommen lassen die Mitglieder vom IOC werden wohnen. Ja, und diese Frage die beantwortet Ihnen jetzt der Herr Schmidlin. Wir machen die Rechtschaltung zu ihm. So, jetzt soll ich die Kamera richtig platzieren. Da. So, das sieht jetzt schlecht aus. Grüezi miteinander. Ich bin hier vor dem Hotel Bellariva, wo Sie während der Olympischen Spiele werden einquartiert sein. Also das heisst, nicht nur während des Spiels, Sie können dann nachher noch auf Lebzeiten, liebes IOC, können Sie natürlich da rein wohnen, gratis, Franco, übernehmen alles mir, kein Problem. Sie sehen da nebendran, sehen Sie? Das sehen Sie ja gar nicht, das muss ich ja die Kamera, ich muss die Kamera sich packen. Ich hab's fast vergessen. Ich muss. So, bring mir her. Gut, das sieht ganz gut aus. Liebes IOC, das Auto ist natürlich während des ganzen Spiels inne. Also während des Spiels, Sie können es natürlich nicht haben, das ist klar. Sie können es Münze wieder umgeben. Nach etwa 15 Jahren. Aber über das können wir auch noch reden. Wenn die Kamera abgeschaltet ist, kein Problem. Und jetzt müssen wir noch. Ja. Das ist gut. Jetzt muss ich noch in die Burgruhe. Jetzt muss ich noch in die Burgruhe. Schön einstellen, da Burg. Schön einmitten. Das sieht nicht schlecht aus. Gut. Ja, wir sehen hier im Hintergrund Burg Riom. Und da werden Dopingsünder auf einen besseren Weg gebracht. Sehr stolz sind wir auf unser ausgeklügeltes Verkehrskonzept in Zusammenarbeit mit den Umweltorganisationen. Wie die da. Man reist bequem mit dem Auto an und überlässt alles andere den örtlichen Helfern.
Und jetzt haben alle die Möglichkeit, bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln heimzufahren. Was uns natürlich auch sehr gefreut hat, ist die breite Akzeptanz in der Bevölkerung für die Olympischen Winterspiele 2010 hier in Savonin, was folgende Bilder beweisen. Es gibt noch eins, die Olympischen Spiele müssen auf Savonin. Ja, geschlossen, danke schön, schon recht, gell? Ja, da ist natürlich schön, da, dem Savonin, da kann man ja Skifahren, Snowboard, Fahrgänge fahren, gut wie persönlich würde ich nicht Skifahren. Als Fazit von dem Ganzen würde ich sagen, wow, ich fände das noch gut, wenn die Spiele da auf das Savonin kämpfen. Ich finde es total lässig, wenn die Olympischen Spiele 2010 auf Savonin würden kommen. Und extrem schön fände ich es auch, wenn so viele Zürcher wie möglich da raufkommen. Wir verfügen in Savonin ja auch, und das kann ich ja mit Stolz sagen, über die modernsten Beschneiungsanlagen. Wobei, wir brauchen die gar nicht, weil Savonin ist sehr, sehr schneesicher, was in den folgenden Bildern beweisen. Super gemacht, René. Ja, was super gemacht, René? Hättest du früher nicht mehr schneiden müssen? Ja, wahrscheinlich. Ja, sicher. Komm, René, wir machen mal eine Nähe. So, René, nicht du näher. Ich tue es dann. So, gut. Ja, ja, jetzt ist es gleich. Wir sind auch bereits sehr, sehr weit vorgeschritten mit unseren Wettkampfstätten, was folgende Bilder von der Skisprungschanze ganz klar zeigen. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Schuhe von der Frau. Hey, Chef, ich habe gefunden, eine Frauenschuhe. Ganz grosse Fußsäden. Das sind schöne Berge. Ja, du musst die Berge aufnehmen, der Pinsel, leicht bewichten. Oh. Ist gut? Ja. Was ist das Stichwort? Einfach der Eisfelder, ja. Weißt du? Bereits fertig, also fast fertig. Ziemlich bereits sogar sind die Eisfelder. Bereits sind auch die ersten Athleten und Athletinnen am Trainieren. Da zum Beispiel die Eiskunstläuferin Ruth Bielmann. Dönnis. Da die Eiskunstläuferin Ruth Dönnis. Vergiss es. Jetzt kommt Dönnis Bielmann. Das Fahrten in den Rücken. Okay. Du, René, vergiss dir die rhythmische Sportgymnastik nicht, hä? Lass mich jetzt in Frieden mit deiner rhythmischen Sportgymnastik. Das also, liebes IOC, ist es von unserem Bewerbungs... Meine Damen und Herren, neu im olympischen Programm sehen wir jetzt die rhythmische Sportgymnastik. Da die ersten Bilder. Thank you.
also unser Bewerbungsfilm für Savonin 2010. Und denken Sie daran, Sie können sich bereits jetzt anmelden, um hier Land zu erwerben. Der Quadratmeterpreis beläuft sich im Moment auf 10'000 Franken. So, in dem Sinn, ein fröhliches Wiedersehen in Savonin 2010. Arrivederci! Au revoir! Goodbye! Brusnius Nibrum! Ojo, Hako, Jumbo! Hey, gut, haben wir das einmal angeschaut. Ja, wieso meinst du? Ja, wieso meinst du? Das kannst du nicht brauchen, so. Müssen wir schon noch ein bisschen überarbeiten, das Ganze. Ja, was meinst du mit überarbeiten? Ja, das bessere Schnitt machen und die Fehler, die du auch gemacht hast, auskorrigieren. Ja, das können wir nicht mehr auskorrigieren. Mal, du kannst sicher einen Schnittplatz, können wir es mal sauber machen. Ja, das Schnittplatz haben wir schon, aber ich musste das abschicken. Das war Einsendeschluss vor zwei Tagen. Ich musste das... Was hast du das? Ich habe das abgeschickt. Du hast es so, wie es da ist, abgeschickt? Ja, der Pöstler hat einmal nichts gesagt. Nein. Nein, Schmidi, das kannst du doch nicht abschicken. Du musst... Das habe ich müssen, weil heute kommt zu Hause im Radio. Ob wir das heute bekommen haben, Bachschau, das sind eigentlich gekommen. Das Bundesgericht wird diesen Fall neu aufrollen. Und soeben erhalten wir die Meldung, wer die Olympischen Winterspiele 2010 organisieren wird. Gewonnen hat Savonin. Ausschlaggebend für Savonin war der hervorragende Bewerbungsfilm. Belohnen wollte man auch den Mut, die rhythmische Sportgymnastik in das olympische Winterprogramm aufzunehmen. Mehr zu diesem Thema in der heutigen Hauptausgabe. Du, ich habe doch immer gesagt, die rhythmische Sportgymnastik, ich muss rein. Das ist genau richtig mit dir.